Corazón del Mar Melanocetus GMT. Die Uhr ist wie der Name. Außergewöhnlich. Ich habe sie auch hier vorliegen und zeige sie euch einmal. Ja, ich freue mich, euch in diesem Video das ganz neue PVD-beschichtete Modell zeigen zu können. Exklusiv für euch, noch bevor die Uhr auf der Hersteller-Homepage verfügbar ist. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ich habe verschiedene Probeläufe gebraucht, bevor ich Corazón del Mar Melanocetus GMT unfallfrei aussprechen kann. Die junge Marke hat mir ihr ganz neues Modell mit der PVD-Beschichtung zum Review zur Verfügung gestellt, noch bevor die Uhr auf der Homepage verfügbar ist. Ich freue mich da sehr drüber, auch wenn ich nicht der ganz große Fan von PVD-beschichteten Uhren bin, muss ich sagen, diese Uhr hat mich in den Bann gezogen und ich bedauere fast, sie nach dem Review zurückschicken zu müssen. Vieles begeistert mich an der Uhr, bei manchem hätte ich mir eine andere Lösung gewünscht. Die Uhr hat 43 mm im Durchmesser und eine Bauhöhe von 13 mm. Was natürlich unmittelbar ins Auge springt, ist die schwarze PVD-Beschichtung, die sowohl das Gehäuse als auch das Band in ein interessantes Schwarz bzw. teilweise auch ganz, ganz, ganz tiefes Grau färbt. Der Abstand Horn zu Horn beträgt 51 mm. Man sieht hier schon, die Hörner sind etwas außergewöhnlich, aber darauf komme ich im Laufe des Videos noch zu sprechen. Der Bandanstoß beträgt 22 mm und die Uhr wiegt ohne Band 75 Gramm und mit dem Stahlband in voller Länge 145 Gramm. Die Uhr ist bis 200 Meter wasserdicht, hat auf der Vorderseite ein Saphirglas und auf der Rückseite ist ebenfalls ein Saphirglas verbaut. Die Lünette ist aus Keramik und als Werk verbaut ist je nach Verfügbarkeit ein Sellita SW330-1 oder ein ETA 2893-2. Die Uhr hat insgesamt drei verschiedene Zeitzonen als optionale Anzeige. Zum einen die übliche 12-Stunden-Anzeige mit dem normalen Stundenzeiger und dem Minutenzeiger als Plongeurzeiger. Dann gibt es den GMT-Zeiger, der hier mit der roten Spitze gut zu erkennen ist. Auf der äußeren Lünette ist eine 24-Stunden-Einteilung, die sich in 48 Stunden-Schritten drehen lässt, also nicht Stunden, sondern Halbstundenschritte, sodass sich über die äußere Lünette auch Zeitzonen mit einem 30-Minuten-Versatz gut einstellen lassen. Die Lünette dreht in beide Richtungen, sodass ein Einstellen der Zeit durchaus schnell erfolgen kann. Zusätzlich gibt es noch sehr klein auf dem Ziffernblatt jeweils bei den 5-Minuten-Indizes, ich zeige euch das später auch nochmal im Makro, eine 24-Stunden-Einteilung, sodass wir eine feste 24-Stunden-Einteilung für den GMT-Zeiger auf dem Ziffernblatt haben und eine variabel verstellbare in 30-Minuten-Schritten auf der Lünette. Wie macht sich jetzt die Melanocetus GMT am Handgelenk? Mit 43 mm nominell eher eine größere Uhr. Ich schau mal kurz, dafür muss ich meine Iron Walker ablegen und packe mir die Melanocetus an den Arm. Und ich muss überrascht feststellen, dass sie trotz 43 mm und 51 mm Lug-to-Lug überraschend klein und tragbar wirkt an meinem 17 cm Handgelenk. Das hat mich dazu veranlasst, auch mal einen
direkten Vergleich mit einer Sinn UX zu machen. Und hier kann man sehen, dass das Ziffernblatt der Melanocetus etwas kleiner ist und die Uhr dadurch insgesamt ein klein wenig kompakter wirkt und die UX doch im Vergleich ein bisschen größer und flächiger wirkt. Überraschend edel für eine Taucheruhr und eine schwarz gefärbte Uhr. Ich hatte das so nicht erwartet, was zum Teil daran liegt, und das kommt im Video, glaube ich, nicht so gut rüber. Sie hat sehr viele reflektierende Flächen. Die gesamte Keramiklünette reflektiert. Die Zeiger sind sehr glatt. Ich weiß nicht, ob sie nachträglich poliert sind. Sie sind aber nicht nur rohes Metall, sondern reflektieren das Licht ebenfalls sehr stark. Und auch das Ziffernblatt hat einige Punkte, an denen das Licht reflektiert wird, sodass die Uhr durchaus einen gewissen Bling-Bling-Faktor hat. Die Flanken sind auch nicht Standard. Hier gibt es Keramik-Inlays, die in das Gehäuse eingelassen sind und die Uhr sowohl optisch von anderen Uhren unterscheidet und auch in der Haptik beim Anfassen ist es eine Überraschung, denn das Gehäuse ist durch die Beschichtung ein klein wenig matt, während die Keramik-Inlays sehr glatt und sehr poliert sind, was ich sehr schön finde und was sich auch gut anfühlt. Auf der Kronenseite verschwindet zumindest von dieser Ansicht der Kronenschutz optisch, weil die Keramik-Inlays das Auge fangen. Erst wenn man die Uhr dreht, erscheint der Kronenschutz und wird sichtbar. Ich finde es aber gut, dass er nicht so dominant ist und die Optik der Uhr zu stark beeinflusst. Auf der Rückseite sehen wir die Cabochon-Perle als Feuchtigkeitsindikator und als Markenzeichen von Corazon del Mar den blauen Saphir auf dem Rotor. Das Werk insgesamt ist schön dekoriert, gefällt mir wirklich gut. Und man sieht auch, dass hier kein 0815 Standardwerk in einer nicht dekorierten Ausführung verbaut wurde. Was man nicht sieht, ist, dass neben dem Feuchtigkeitsindikator und dem Saphir das gesamte Gehäuse auch mit Argongas gefüllt ist, was verhindert, dass feuchte Luft in die Uhr eindringt und das Werk schädigt. Also auch hier durchaus aufwendige Verarbeitung, was mir persönlich sehr gut gefällt. Aufgrund der schwarzen Farbe ist es nicht ganz so gut zu erkennen, aber der Boden ist nicht mit einem eigenen Gewinde befestigt, sondern mit 7 separaten Schrauben, was 2 Vorteile hat. Beim Verschrauben des Bodens können Dichtungen nicht verrutschen, weil der Boden gerade und plan aufliegen bleibt. Und beim Tauchen wird der Boden gleichmäßig durch den höheren Wasserdruck gegen das Gehäuse gedrückt und nicht in das eigene Gewinde, sodass auch hier durch das Tauchen eine erhöhte Wasserdichtigkeit erreicht wird. Das Ziffernblatt wird von Corazon del Mar im Hause selbst gedruckt und ist nach meiner Meinung sehr, sehr sauber gearbeitet. Das i-Tüpfelchen wäre es für mich gewesen, wenn die 24-Stunden-Anzeige auf dem Ziffernblatt den gleichen Fonttyp, die gleiche Schriftart verwendet hätte wie auf der Lünette. Ich muss allerdings gestehen, dass die Ziffern auf dem Ziffernblatt so klein sind, dass ich sehr genau hinsehen musste, um den Unterschied zu erkennen. Und ich gestehe auch gerne zu, dass nach meiner Lesegewohnheit bei den kleinen Ziffern der Fonttyp auf dem Ziffernblatt für mich leichter zu lesen ist. Das Ziffernblatt finde ich ansprechend gestaltet. Mir gefällt sehr gut, dass Corazon del Mar und der Schriftzug Melanocetus in Grau gehalten sind und dadurch etwas zurücktreten
und das Ziffernblatt nicht so voll wirkt, wie es bei Vorgängermodellen der Fall gewesen ist. Ja, was ich besonders schön finde, ist, dass diese Uhr noch nicht auf der Hersteller-Homepage gelistet ist und ich sie euch zeigen kann. Das macht mich ein bisschen stolz und darüber freue ich mich sehr besonders. Wo Licht ist, ist auch Schatten und auch bei dieser Uhr habe ich wenige Punkte, die ich persönlich mir anders hätte vorstellen können, vielleicht sogar gewünscht hätte. Bei einer Uhr mit 43 mm Durchmesser und 13 mm Höhe hätte ich mir gerne eine etwas größere und etwas griffigere Krone gewünscht. Die Krone hier ist relativ klein und mit Handschuhen nur wirklich schwer zu bedienen. Hier hätte ich mir eine Krone gewünscht, die dem massiven Erscheinungsbild der Uhr näher kommt. Die Schließe ist eine Standardschließe, die sauber und klar rastet. Der Faltmechanismus ist aus massivem Stahl. Die Schließe selber ist aus einem einfachen Material, nicht gefräst. Ich persönlich habe damit kein Problem und mich stört das auch nicht, weil dadurch die Schließe flach bleibt und nicht so hoch aufträgt. Die Uhr hat keine Tauchverlängerung. Bei den meisten Schließen gehört heute eine Tauchverlängerung zum Standard. Hier ist keine enthalten. Da ich die Tauchverlängerung nie nutze, vermisse ich sie auch nicht. Was ich allerdings sehr schade finde, ist, dass es nur zwei Löcher zur Feinverstellung gibt. Das wäre mir persönlich zu wenig. Hier bevorzuge ich drei oder mehr Löcher, damit ich das Band wirklich an meinen Arm anpassen kann. Ansonsten schließt das Band sauber, es hält gut. Die Schließe ist auch signiert mit Corazon del Mar. Schauen wir uns die Uhr einmal von nahem an. Ein sehr interessantes Farbspiel auf der Lünette. Mir gefällt der Rotton sehr gut. Er passt wunderbar zu dem dunklen schwarz-anthraziten Teil der Lünette. Das Ziffernblatt ist sauber gearbeitet. Mir gefällt auch die zurückgenommene Schrift des Marken- und Modellnamens. Die eingesetzten Keramik-Inlays, die signierte Krone, eine rundrum in meinen Augen sehr, sehr sauber gearbeitete Uhr, an der ich keine Verarbeitungsmängel erkennen kann. Schauen wir uns die Uhr einmal bei Nacht an. Ihr kennt das Spiel ja schon. Erst das erste Videolicht ausmachen, dann das zweite Videolicht ausmachen und hier haben wir die Uhr bei Nacht. Wirklich ein interessanter Anblick. Die gesamte Lünette ist beleuchtet. Die 5 Minuten Indizes auf dem Blatt sind beleuchtet und die Zeiger sind sehr gut ablesbar. Auch aus unterschiedlichen Winkeln lässt sich die Uhr hervorragend ablesen. Über die Leuchtdauer kann ich mangels Tests nicht sagen, aber das Erscheinungsbild,
Die Nachtsicht gefällt mir sehr gut. Die Corazon del Mar Melanocetus GMT mit der schwarzen PVD-Beschichtung kostet 1.850 Euro und wird sehr bald über die Homepage des Herstellers verfügbar sein. Ja, vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt. Das war die Corazon del Mar Melanocetus GMT mit der schwarzen PVD-Beschichtung. Mir hat die Uhr sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch auch, und ich freue mich auf eure fairen und sachlichen Kommentare. Bis dahin, tschüss, euer Axel.